Diese zwei Neulinge im Compit-Universum machen das System noch universeller. Der Compit Stam, Stam für Vorbau, wird lenkerunabhängig unter der Headkappe verschraubt. Ihr löst also einfach die Kappe. Wenn ihr oben noch einen kleinen Spacer habt, könnt ihr den auch abnehmen, ein großer, allerdings bleibt auf dem Gabelschaft. Für den Compit Stam ist es nun egal, ob noch Gabelschaft frei ist oder nicht. Ihr setzt dann einfach alles wieder zusammen und verschraubt die Headkappe mit 5 bis 6 Newtonmeter. Ihr könnt euch dann noch aussuchen, ob der Compit Stam über dem Vorbau sitzt, also so, oder ob ihr ihn quasi nach unten dreht, wenn ihr zum Beispiel ein großes Display am E-Bike montiert habt. Ich richte meinen nun nach oben aus, schön parallel zum Vorbau. Und verstellen könnt ihr auch den Winkel der Halterung, so wie es für euch im Blickfeld und Sichtfeld angenehm ist. So, Headkappe schön festmachen. Ihr habt nun mehrere Möglichkeiten, euer Handy quasi zu montieren. Einmal direkt über ein Cover oder zum Beispiel über die Comm SmartBack. Diese hat ebenfalls die systemkompatible Aufnahme. Ihr schiebt dann einfach euer Handy unter die Folie, verschließt die Straps ordentlich und habt dann hier auch noch Stauraum sowie einen Kabelausgang, zum Beispiel zum Laden. Mehr dazu aber in einem separaten Tutorial. Ich verschließe nun die Tasche und drehe sie auf die Halterung, entweder senkrecht oder auch waagerecht, das ist kein Problem, so wie es euch passt. Genau. Dank der besonderen Folierung ist das Entsperren und das Bedienen des Smartphones auch überhaupt gar kein Problem.